Hallöchen, hier sind wir wieder bei Die Sims 3 und nun muss ich einen Engel finden, oder? Engel, ja. Du hier? Bist du ein Engel? Nein. Wer ist denn hier ein Engel? Doch, ich habe ihn gefunden. Cool. Moderne Antiquität. Das könnte die hier sein. Ist es die oder ist es die? Was ist denn hier die moderne Antiquität? Keine Ahnung. Du vielleicht? Ach. Egal. Schaukelstuhl. Ich glaube, ich habe ein falsches Wort gelesen. Bodenhilfe. Bodenhilfe? Lese ich mich gerade wieder oder ist das wirklich egal? Zeitgemäße mit Zeiger. Uhr. Hier. Ah, vergifteter Apfel. Der. Ein Sessel. Antiquität. Waschbecken. Ein Waschbecken. Bist du ein Waschbecken? Ist hier überhaupt kein Waschbecken. Zeitlose Erinnerung schon wieder. Hä? Ich weiß nicht, was zeitlose Erinnerungen sind. Aha, sieh. Dunkles Akademien. Was? Egal. Lebenseinstellung Grammophon. Das war doch... Ja, das ist ein Grammophon. Artwork Kugel. Eindrucksvolle Bar. Ein Barhocker. Praktischer Beistelltisch. Nein, du nicht. Ach, er hier. Die Besucher. Ihr seid doch Besucher, oder? Nein, seid ihr keine Besucher? Aha, jetzt hat. Narzissenvase. Hier. Nö, dann halt da. Hm. Taschenlampe von Simple. Ist hier überhaupt keine Taschenlampe? Ach, Tischlampe. Entschuldigung. Ich kann nicht lesen. Was? Fantasy? I don't know. Luxussofa. Luxussofa? Ah. Gut gemacht. Mach dich bereit für eine neue Herausforderung. Melodie Weintraum. Ah. Eiffelturm. Haha. Sim Stolper? Keine Ahnung. Ich hab's gefunden. Schwarzer Gummibaum. Was? Schwarzer Gummibaum? Wo ist denn hier ein schwarzer Gummibaum? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Weintrauben gefunden. Hä? Egal. Irgendwie kapiere ich es manchmal nicht so ganz. Oh toll, der Busch und Joe ist fertig. Bald sind wir im Spiel. Und ich bin gespannt. Wahrscheinlich haben wir 555 Zufriedenheit aufs Leben 2 Punkte verdient. Vielleicht. Hallo? Ich habe doch gehört, dass weitergeht. Es hat doch Klick gemacht. Klick. Hm. Naja, was ich erzählen wollte, schon von Anfang an, war nämlich, dass ich ab sofort immer hier anfange, in diesem Speichermenü, wenn ich ein neues, neues Sim anfange, dann werde ich ab sofort immer hier anfangen. Flickenhose? Wo ist hier? Bist du eine Flickenhose? Bist du eine Flickenhose? Was? Träumer, Kostümtruhe, das ist doch die hier. Die hier! Oder die hier! Yeah. Eine von beiden ist es doch. Aha. Da hinten irgendwo. Ja, ich werde ab sofort immer in diesem Anfangslademenü anfangen. Cool. Damit ihr einfach seht, dass ich nicht irgendwie mit den Zufriedenheitspunkten schummel oder sonstigen Schmarrn betreibe. Deshalb mache ich das einfach mal.
Sorry, dass ich da dann auch immer ein bisschen still bin. Aber vielleicht hat der ein oder andere selber schon mal ausprobiert, wenn man sich konzentriert und dabei reden will, das funktioniert überhaupt nicht. Also, es hat noch nie funktioniert. Aha, ich habe eine Party erhalten. Eine Einladung zu einer Party. Wann ist die denn? Zeit Mittwoch. Was haben wir denn? Heute ist Mittwoch. Okay. Kleidung, formelle Kleidung und Ort. Mag ich kommen? Komm zu meiner Party, Mond. Es wird absolut fantastisch. Ausgezeichnet. Gezeichnet, bla. Unsere Chefin halt. Ich glaube, ich will das machen, auch wenn wir uns dann nicht ausschlafen können. Weil sie ist eben unsere Chefin und mit der haben wir uns ja, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession ein bisschen verkracht, weil wir irgendwie für einen Kollegen, glaube ich, einen Fehler übernommen haben und dementsprechend mag sie uns jetzt nicht mehr. Ich sage einfach mal, dass wir kommen und somit ist das unsere erste Party, auf die wir gehen. Mondblume wurde zu einer Party eingeladen. Die Freude über die Einladung von... Hä? Die Freude über eine Einladung von einem interessanten Sim wird unvergesslich bleiben. Ah, jetzt hat. Und ich habe Geld verdient, weil ich gearbeitet habe. Kellerkneipe besuchen? Nee, danke. Mädchen, du bist absolut erschöpft und bist bald auf eine Party eingeladen. Wieso willst du dann auf eine Kellerkneipe gehen? Ich kann heute irgendwie nicht reden. Ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich absolut nicht reden kann. Was ist jetzt? Trainiere 4 Stunden und dafür bekomme ich Starpunkte. Ich habe noch nicht mal ein Trainingsgerät und joggen gehen will ich jetzt auch nicht unbedingt. Also nein, danke. Dann könnte man vielleicht noch hier Pflanzen gießen, wenn sie dann ein bisschen geschlafen hat. Und dann ist es eh schon bald für die Zeit für die Party. Und ganz ehrlich, ich entschuldige mich, dass ich gerade irgendwie voll die Sprechfehler habe. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber scheinbar ist das heute so. Wirklich sorry dafür. Aber vielleicht bessert sich's ja mit der Zeit. Die Party von Prey beginnt in einer Stunde an Party teilnehmen. Ja, machen wir jetzt gleich. Denn die fängt da jetzt an, oder? So, wo muss ich jetzt hin? Habe ich das irgendwie im Verzeichnis oder so? Wo kann ich das jetzt angucken, dass ich auf eine Party eingeladen bin? Star-Tagebuch? Keine Ahnung. Hä, wo muss ich denn jetzt... Ich bin verwirrt. Wo muss ich denn hin? Geht sie da nicht selber hin? Ich dachte, ich dachte, sie geht selber hin. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir doch den Weg aufgeschrieben. Na toll. Dann gehen wir halt nicht auf diese Party. Dann duschen wir erstmal und essen was. Und zwar einen Herbstsalat, weil wir können uns ja nichts mehr kochen. Dazu fehlt uns ja ein wichtiges Detail, das hier stehen sollte. ja. Dann gehen wir halt nicht auf diese Party. Mei, was soll's. Machen wir dafür andere schöne Dinge, wie zum Beispiel schlafen oder kochen oder in die Ferne gucken oder sonstige Sachen. Ist doch was, oder? So. Ja, sie würde gern einen Herd kaufen. Den Wunsch kann ich ihr mal lassen. Die hat sich's echt verdient, wieder einen neuen Herd zu haben. Obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, nein, die bekommt jetzt keinen Herd mehr, weil sie immer nur was kaputt macht. Aber ich glaube, ich werde es doch machen. So, bitte schlafen.
Dann lassen wir sie mal ein bisschen ausschlafen. Huch, jetzt klingelt mein Arsch weiter. Ach, Handy ist schon wieder aus. Okay. Was? Wir haben dich auf der Party vermisst, Mond. Hoffentlich kannst du nächstes Mal dabei sein. Ja, du, sehr gerne, aber ich habe die Party nicht gefunden. Ich wusste nicht, wo ich lang muss. Ich bin auf der Straße gestanden und habe den Weg nicht gefunden. Das war so schlimm. Ja. Okay. Während die da ein bisschen schläft, könnte ich ja mal nach einem Herd gucken. Auch wenn die Zeit dann nicht weiterläuft, aber trotzdem. Ein Herd ist wichtig und sie wollte einen. Oder ich spare erstmal ein bisschen und kaufe mir dann einen besseren. Ich glaube, das wäre auch eine Option und die machen wir auch so. Denn sie will ja unbedingt einen über 450 Simoleons haben und da gibt es nur einen für 600 Simoleons. Der sieht jetzt aber nicht so toll aus und deswegen würde ich den auch nicht unbedingt kaufen wollen. Weil hernach ist das genauso ein Schrottding wie der letzte. Naja, beim letzten, da konnte ja der Herd eigentlich nichts dafür. Ah, dafür. Aua! Jetzt habe ich voll den Krampf. Okay, anders hinsetzen. Au! Entschuldigung. ja. Au. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ah, der Herd sah nicht so toll aus und ich würde gerne einen haben, der schöner aussieht, weil er ja was aushalten soll. Und ach ja, ich wollte noch sagen, der Herd kann ja eigentlich nichts dafür, sondern die Mondblume, denn sie war ja diejenige, die da Essen auf dem Herd stehen lassen hat und das ist ja dann angebrannt und verbrannt. Ja, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich es auch gesagt. Und damit ist jetzt gut. Jetzt hat sie ausgeschlafen, beziehungsweise fast, aber ich will aufstehen, um noch ein bisschen Musik zu machen. Oh, hört sich schon besser an als das letzte Mal. Oh, schade. Ja, ich rocke hier auf der Gitarre. Musik bitte. Das wollte ich gerade ein bisschen singen. Ich bin so traurig, weil ich bald wieder zur Arbeit muss. Das passt so gar nicht. Ja, die Arbeit ist so kacke. Ich sollte nicht mitsingen. Vor allem nicht in diesem Stadium des Gitarrenfähigkeitslevels, weil sie da eh ständig irgendwas anderes spielt. Ich spule mal ein bisschen vor. Die Musik haben wir trotzdem noch, aber jetzt geht's eh schon zur Arbeit. Also hör auf damit. Zieh dich an, Mädchen, und dann geht's los. Anziehen! Los, los, Arbeit ruft! Ich finde das Polizei-Outfit auch noch so cool. Immer noch. Und irgendwie läuft sie immer durch den Garten, wenn sie gerade... Was hat der Postbote für Probleme? Warum schmeißt er da unsere Rechnungen hin? Geht's dir nicht mehr gut, Junge? Hä? Was ist kaputt bei dir? Kann man dir irgendwie helfen? Bist eingefroren? Nee, doch nicht. Warum schmeißt er meine Rechnungen auf den Boden? Boah, voll Honk. Voll honkiger Horst. Ah. Was ich eigentlich noch Wichtiges erzählen wollte, war, dass ich mir jetzt absolut sicher bin, dass ich ab der nächsten Aufnahmesession, also es kann sich noch um ein paar Folgen handeln, ab dann werde ich auf jeden Fall hoffentlich, ich sag mal wirklich hoffentlich, dieses Erweiterungspack tierisch, einfach tierisch, wieder installiert haben.
Das liegt da bei mir noch rum und ich hab's ja beim Komplett-Installieren irgendwie verpasst, mit zu installieren. Jetzt dachte ich mir eigentlich, fange ich halt mal an und wird schon laufen. Und ehrlich gesagt hatte ich immer ein bisschen Bammel, dass wenn ich jetzt hier schon spiele und ja, einen Spielstand habe, dass wenn ich dann ein Erweiterungspack dazu nehme, dass dann irgendwie der jetzige Spielstand buggy ist, beziehungsweise nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte, oder dass dann andere Teile von den Sims nicht so ganz funktioniert. Mond sitzt an ihrem Schreibtisch und schreibt einen Bericht, als eine kürzlich festgenommene Kriminelle sich von den Handschellen befreit. Mond reagiert blitzschnell und stürzt sich auf die Kriminelle, bevor sie fliehen kann. Der Chef und die Kollegen sind beeindruckt. Ja, super. Cool, dass das einfach mal so passiert. Ich habe scheinbar Gehaltserhöhung oder sowas bekommen. Auf jeden Fall ein normales Ding. Ja! Ich bin befördert worden, juhu! Und bin jetzt Streifenpolizistin. Das ist ja geil. Und jetzt kann ich den Verkehr regeln. Da der Verkehr nun Verkehr nun geregelt ist, hat der Kommissar eine neue Aufgabe für dich vorgesehen. Als Streifenpolizistin musst du eng mit deinem Partner zusammenarbeiten. Denn es gibt eine ganze Menge zu tun. Wenn du fleißig beim Aufräumen der Straßen bist und Unruhestifter, Moment. Ich gebe ihr mal was zu tun, nämlich Gitarre spielen. Wo waren wir stehen geblieben? Unruhestifter festnimmst, steht eine baldige Beförderung nichts mehr im Weg. Cool, wenn man nochmal befördert. Mondblume verdient nun 73 Simoleons in der Stunde und arbeitet von 9 bis 15 Uhr. Das ist doch toll. Ja, Mondblume ist an ihrem Arbeitsplatz befördert worden. Sie wird sich immer an den stolzen Tag erinnern, als ihr Fleiß endlich Anerkennung erhielt. Das ist der Polizisten Blues. Ich stehe hier mit meiner Uniform und sage mal bis zur nächsten Folge, denn die jetzige ist schon wieder vorbei. Also bis dahin, ne? Ciao, ciao.